Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Holiday-Vlog. Wir sind heute hier im Hansapark und ja, wir schauen mal, wie veganfreundlich der ist. Ihr könnt den Tag mit uns verbringen, schauen, was es hier so Veganes zu essen gibt, was wir für Optionen haben und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Diese Nessie-Bahn, da waren wir gerade drauf, aber ich habe mich nicht getraut, da zu filmen. Da habe ich Angst gehabt, dass mir die Kamera aus der Hand fällt. Also es ist schwierig, auf den Geräten zu filmen, aber ja, es war schön. Hey, da will keiner mit mir reingehen. Ich würde so gerne in den fliegenden Hai rein. Super. Also hier gibt es nur eine vegetarische Option und das sind Ofenkartoffeln mit Sour Cream. Na, die anderen fahren jetzt nochmal hier diese Schlange von Migral oder wie das heißt und ich warte hier und passe auf die Taschen auf. Ja, wir sind ganz früh heute angekommen. Wir waren schon um 8:30 hier und um 9 macht der Park auf. Und ja, da mussten wir erstmal noch warten, bis wir überhaupt rein können. Und jetzt haben auch viele Fahrgeschäfte noch gar nicht auf. Und ja, wir klappern jetzt halt das gerade ab, was auf ist, weil ja, da ist jetzt auch noch ganz leer. Es sind noch nicht viele Leute da. Heute ist übrigens Freitag. Ich glaube, der 8.4. ist heute, der 8. April. Und ja, viele sind bestimmt auch arbeiten und deswegen ist hier nicht so viel los. Da haben wir Glück. Ja, jetzt wollte ich, da ist noch ein Restaurant, da gucke ich jetzt noch mal, was es da zu essen gibt, falls wir nachher Hunger bekommen. Aber wir haben natürlich auch Essen mitgenommen, damit wir nicht verhungern. Nee, da scheint es gar nichts zu geben, also nichts Vegetarisches und nichts Veganes, außer ja Pommes. Pommes gibt es ja fast überall. Ja, mal gucken. Ich werde schon noch was finden. Das hier ist diese neue Achterbahn. Da ist sie jetzt gerade oben drin. Da werden die wohl hochgezogen in den Turm. Und dann ist freier Fall. Da sollen die dann rauskommen. Und darauf warten wir gerade, weil wir sind uns noch nicht sicher, ob wir da reingehen sollen. Sie schreien jedenfalls schon. Jetzt. Da sind sie. Oh mein Gott. Die schreien ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Da sind jetzt gerade unsere Kinder drin und fliegen. Jetzt gehen wir hier auf die wilde Maus. Und ich werde versuchen, das zu filmen. Oreo-Donut. Ich schätze mal, Oreo ist ja vegan, aber die Donuts an sich sind nicht vegan. Also diese wilde Maus, die heißt ja hier Crazy Mine, aber die war für Bernd viel zu klein. Die Kniescheiben ist ja immer da vorne dran gekommen und dann durch das Ruckeln, doch da hat er sich die Kniescheiben weggehauen. Also wenn die nicht über Kopf geht, die Glocke, dann geht mein Sohn mit mir da rein. Ich gehe da trotzdem nicht rein. Doch nicht? Dann geht keiner mit mir da rein. Ja, jetzt hast du wieder gut gelaufen. Und hier wollen wir jetzt reingehen. Aber da werde ich auf gar keinen Fall filmen, weil ich Angst habe, dass die Kamera nass wird. Das ist ja schön zum Einsteigen gemacht. Die fahren extra hier drauf. Und dann kann man einsteigen. Dann wird man gar nicht so nass. Das wackelt nicht. Schön. Ja, ich werde Minnes. Boah, hat die ganze Zeit. Na, die Jungs fahren jetzt hier noch runter. Du wieder an? Und ich esse ein Brötchen mit Kobels. Diese vegane Salami. Ich hab Hunger. Ich hatte vier Brötchen dabei und einen großen gemischten Salat. Und ich habe jetzt schon drei Brötchen gegessen.
Und ich habe immer noch Hunger. Also langsam müsste ich mal was Essbares finden hier. Wir haben nämlich, glaube ich, erst mal 11 Uhr. Wir werden ja noch den ganzen Tag hier sein. Aber ich sehe da gerade ein Restaurant. Da gehe ich jetzt mal hin und guck mal. Wieder nichts dabei. Ich guck mal da. Da gibt es so Burger. Vielleicht ist da ja was bei. Sogar Honigsenf-Dressing. Ich glaube, ich muss heute verhungern. Das ist ja doof. Hier kann man Gold schürfen. Oh, ich sehe schon die ersten Nuggets. Ich glaube, die werden reich. Ist das echtes Gold? Ja. Ehrlich jetzt? Da machst du ja gleich eine Medaille raus. Wirklich? Ja, cool. Echtes Katzengold. Da sind die Golddinger. Und dann wird das Gold. Mach ich mal. Ist das hier echtes Gold? Das ist echtes Hansapack-Gold, ja. So viel darf ich sagen. Da ist der, guck mal, die sind warm bestimmt, die Münze. So. Und dann bekommst du deine Münze. Der Hansapack-Adler vorne drauf. Die Jahreszahl 2018 oben drüber zur Erinnerung. Zuschauer mal lieb haben. Die Kinder fahren jetzt alleine die Schiffschaukel zum 100. Mal und wir chillen in der Sonne. Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Hallo. Hallo. Und Hunger. Und hier gibt es nichts zu essen für mich. Nur keine Toiletten. Und keine Toiletten. Wir müssen immer im Loch buddeln und dann ins Loch kacken. Das habe ich aber noch nicht gemacht. Noch kann ich es aushalten. Ich muss aber auch nur Pipi. Was kotzen? Musste ich auch nicht. Zweimal gewürstelt. Zweimal gewürstelt? Ja, aber heute. Achterbahn. Nein. Fut rausgehalten. Nein. Heute Morgen zu Hause habe ich gewürstelt. Ansonsten noch was Kluges? Liebe. Warum nur einen? Müssen wir immer drei und. Das waren jetzt, wir müssen nur einmal drei zusammenhängen machen. Sex machen, weil das finde ich geil. Vegan Sex. Ich hab bitte gesagt, dann musst du das machen. Wenn du bitte sagst, muss ich das machen. Ja. Na gut. Wir haben den chilligen Job, wir müssen einfach nur sitzen und warten. Und sein. Und sein. Mit großen Kindern ist das echt angenehm. Die machen alles selber. Und wir sitzen einfach und warten. Wir liegen in der Sonne. Die Liebessonne. Und die Jungs sind am Rutschen. Da. Dann geht man da mit so einem Boot. Also erst geht man den ganzen Treppenweg da hoch. Und da oben steigt man in ein Boot und dann rutscht man da runter. Das machen die jetzt die ganze Zeit. Und wir chillen. Bis jetzt gibt es immer noch nur Pommes. Ich habe noch nichts anderes gesehen, was ich essen könnte. Ja. Ich habe noch einen großen Salat dabei, den könnte ich essen. Aber ich habe keine Gabel.
Ja, zur Not esse ich den gleich einfach mit den Fingern. Mal schauen. Auf jeden Fall haben wir richtig Glück mit dem Wetter. Es ist richtig schön. Sonnenschein, richtig blauer Himmel. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Aber es ist doch recht kalt. Vor allem, wenn man auf den Fahrgeschäften ist, dann ist es richtig kalt da oben, richtig windig und ja. Aber schöner blauer Himmel und Sonne. Guck mal, wie voll das jetzt beim Goldschürfen ist. Haben wir Glück gehabt, dass wir so früh hier waren. Wir wärmen uns hier gerade an dem Zigarettenmülleimerstand. Der ist so schön warm von der Sonne. Mal aufwärmen. Ja, es ist so kalt. In der Sonne sogar. Es sind zwei. Es gab lecker Pommes, so Kartoffelecken. Die waren echt lecker, die Kartoffelecken, ne? Mit Ketchup. So, du fandst sie nicht so gut? Nee. So richtige Pommes magst du lieber? Ja. Ich fand die ganz lecker. Die waren schön. Mal was anderes als immer nur Pommes. Und der Mülleimer ist so schön warm. Hier kann man sich so schön dran wärmen, auch wenn es eklig ist. Gott sei Dank sind noch keine Wespen und Bienen und so da, dann wäre der ganze Mülleimer voll damit. Wir haben uns immer noch nicht entschieden, ob wir auf diese Riesenachterbahn gehen sollen mit dem freien Fall. Dann gehe ich jetzt mit Calvino hier drauf? Ja. Aber die ist verflucht. Die ist verflucht? Der Fluch euch kriegt, dann seid ihr verflucht. Was haben wir denn dann? Wir gehen jetzt in den Fluch von Novgorod. Ich habe die Brille dem Bernd gegeben. Ich habe eine rote Nase, weil die ganze Zeit läuft, weil es so kalt ist. Ich habe Ausschlag, weil ich mich so schlecht ernähre. Alles ist. Aber es macht Spaß. Der Fluch von Novgorod, das war die heftigste Achterbahn, die ich jemals erlebt habe. Da ist man erst im Dunkeln und dann wird man richtig katapultiert, so mit weiß ich nicht wie viel km/h, aber man wird richtig abgeschossen im Dunkeln und macht dann Loopings und Rollen, alles im Dunkeln, und dann auf einmal geht es richtig steil nach oben. Man sieht nur, es geht hoch, aber man weiß nicht wohin, weil es ist dann wieder dunkel. Die war echt Wahnsinn. Also ja, jetzt gerade kann ich nicht noch mal drauf gehen, weil ich habe gerade so ein bisschen Magenschmerzen. Aber ich gehe da auf jeden Fall noch mal drauf, nächstes Mal, wenn wir hier sind. Also der Fluch von Novgorod ist wirklich sehr zu empfehlen für jemanden, der den Nervenkitzel mag. So, dann werde ich den Vlog jetzt hier auch beenden. Wir gehen jetzt gleich noch wahrscheinlich auf den Aussichtsturm. Wenn ja, dann werde ich euch noch mal die Bilder davon hier einblenden am Anschluss. Und ja, morgen fahren wir auch wieder nach Hause, dann ist der Urlaub vorbei. Also das ist jetzt der letzte Urlaubsvlog. Das nächste Video wird dann wahrscheinlich der Großeinkauf sein nach dem Urlaub, also ein XXL Food Haul. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag oder Abend und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!